Ich bin noch einen Tag in Berlin. Morgen fliege ich nach Portugal zum Robinson Club. Ich möchte dir ein paar Tipps, Ideen geben, für wie du im Winter trainieren könntest. Nur das kannst du auf jeden Fall auf der Driving Range machen. Aber wenn du einen Garten hast und so ein Netz, wenn du nicht ein Netz hast und nur Indoor trainieren kannst, vielleicht gibt es einen großen Raum bei dir zu Hause, dann gibt es natürlich die Softbälle, die Luftbälle, die funktionieren auch ganz okay. Ich finde es aber immer besser, mit richtigen Bälle zu schlagen. Ich habe übrigens dieses Netz heute zusammengebaut. Ich habe es bei Amazon gekauft für 99 Euro. Was ich meinen Schülern immer wieder sage, ist, dass sie nicht nur Golf üben müssen. Sie müssen parallel dafür sorgen, dass ihre Koordination besser wird. So, die Übungen, die ich jetzt zeige, sind klasse für die Technik. Ich werde gleich erklären, warum. Aber gleichzeitig sind es Koordinationsübungen. Dafür benutze ich das Eisen 8. Ich finde es ideal für Golfschwung trainieren. Übrigens, wenn du so ein Netz hast, ich denke, das sind, ich bin 2 Meter, also ich bin 1,90, so das ist vielleicht 2,20 hoch. Die Gefahr ist natürlich groß, dass der Ball darüber fliegt. Ich habe extra diesen Baum, also das Netz vor dem Baum hingestellt, aus Sicherheit. Aber glaub mir, es wird ein-, zweimal passieren, dass der Ball nicht dahin fliegt, wo er fliegen sollte. Der könnte zum Beispiel auch nach da. So, gucke, dass du nah genug ans Netz stehst. So, wenn ich meinen Arm beim Durchschwingen strecke, dann gibt es so knapp 15 cm bis zum Netz. So einfach und nicht ein Pitching Wedge hier benutzen. Eisen 7 ist vielleicht sogar besser, damit er nicht rüberfliegen kann. Okay, die Sicherheit kommt vor. So, die erste Übung, die ich dir zeigen möchte, ist die einhändige Bewegung. Greife bitte den Schläger immer da, wo die rechte Hand wäre und schlage Bälle einhändig. Gucke, dass du beim Ausholen den Oberarm am Körper lässt. Lass den Ellbogen, den rechten Ellbogen beugen und du möchtest in diese Position kommen. Ich habe vor kurzem ein Video darüber gemacht und das absolut Gute bei dieser Übung ist, dass du perfekt schwingen musst, um den Ball gut zu treffen. Es ist schwierig. So, wenn du einhändig schwingst, dann hast du den Schläger automatisch vor dir beim Ausholen. Das wird nicht klappen. Du wirst diesen Winkel im richtigen Moment lösen müssen, um den Ball gut zu treffen. Eine exzellente Übung. Schwing einhändig. Die nächste Übung ist es, die Füße ganz doll zusammen zu tun, geschlossen zu stehen. Du wirst dich erstmal super unwohl dabei fühlen, aber das ist genau, was ich möchte. Wenn du die Füße zusammentust, dann machst du irgendwas viel, viel besser. Du bewegst den Unterkörper richtig. Was man beim Golfen nicht möchte, ist das da. Man möchte rotieren. So, da sehe ich jeden Tag beim Unterrichten, dass zu sehr geschoben wird. Und das Erste, was ich tue, ist Füße zusammentun. Und du wirst dann die richtige Drehung so trainieren. So, 20 Bälle, das tun. Die Handgelenke sind so wichtig beim Golfen. Das ist wirklich ein Weg, den Ball besser und weiter zu schlagen. Du brauchst weniger Mühe, weniger Kraft. Es hat nur Vorteile. So, du musst gucken, dass du allgemein beim Schwingen so früh wie möglich das Handgelenk einsetzt. Viele Golfer machen es viel zu spät im Schwung und dann knicken sie den linken Arm und dann sieht der Schwung so aus. So, wenn du früh winkeln könntest beim Ausholen, dann brauchst du gar nicht so weit ausholen. Guck mal, wenn ich früh winkele, ist mein Schläger jetzt schon da oben. Hier bin ich in eine perfekte Position. Meine Schultern sind 90 Grad gedreht und so ist mein linker Arm gerade. Bitte schaue, dass du bei auch die Hüfte beim Ausholen dich drehst. Und noch ein Vorteil des Frühwinkels ist, dass du automatisch gerade ausholst und nicht nach hinten. Wenn du das Handgelenk nicht einsetzt, dann passiert das. So, die Übung sieht so aus. Du musst Stand einnehmen, winkeln,
Okay, die Hände sind da geblieben, wo sie waren. Und jetzt ausholen und schlagen. Du wirst erstmal das Gefühl haben, dass du von hier den Ball nicht triffst. Aber es wird dir gefallen. Du wirst sofort merken, wie schön es hier sich anfühlt. Es ist viel, viel kompakter, so zu machen. So, die nächste Übung hat mit Balance zu tun. Du solltest schauen, ob du es schaffen kannst, einbeinig den Ball zu treffen. So, nimm mal einen Fuß weg vom Boden. Du kannst die Beine zusammentun, dann ist es etwas einfacher. Ich lasse meine Beine getrennt. Ich stehe jetzt auf meinem linken Bein und ich versuche, so den Ball zu schlagen. Das war für mich super schwierig, weil mein linkes Bein ist nicht mein Standbein. Ah, das war besser. Guck mal, durch Übung wirst du besser. So, mach mal 10 Bälle links und dann 10 auf dem anderen. Das war für mich super schwierig, weil mein linkes Bein ist nicht mein Standbein. Ah, das war besser. Guck mal, durch Übung wirst du besser. So, mach mal 10 Bälle links und dann 10 auf dem anderen. Bei rechts fühle ich mich viel wohler. Auch wenn es total komisch aussieht. Aber da habe ich bessere Balance, Gefühl. So, schaue, welches Bein bei dir stabil ist, wo du besseres Gleichgewicht hast. Und genau das Bein dann trainieren. Weil das rechte Bein ist wichtig, da musst du stehen beim Ausholen. Aber ich denke, beim Golfen ist sogar Balance auf der linken Seite wichtiger. Ja, weil man so früh wie möglich auf die linke Seite kommen möchte. Und wenn man da wackelig ist, könnte es negative Auswirkungen auf Treffen haben. So, ich merke, dass ich diese Winter viele Bälle so schlagen muss. So, die letzte Übung, eine meiner Lieblingsübungen überhaupt, ist es, den Schläger falsch rum zu greifen. So, ich greife jetzt wie ein Linkshänder. Es gibt einen Profi, ein irischer Profi, der heißt Fritz Patrick, glaube ich. Der macht das sogar im Turnier. Wenn er kurze Schläge macht, hat er die linke Hand unten. So, das ist am Anfang super schwierig. Du siehst, ich habe erstmal ohne Handgelenk das gemacht. Aber warum ist diese Übung so, so gut? Ist, weil so bleibt der Schlägerkopf vorne. Wenn du den Fehler machst, das zu tun, wird diese Übung gut für dich sein. Und dann, was ich auch ganz gut finde, ist im Treffmoment musst du die Hände tiefer haben. Und so viele Golfer sind da im Treffmoment. Die Spitze berührt den Boden, der Divot ist ganz dünn und das Treffen ist schlecht. So lernt man unten zu sein, Po rausgesteckt und Kopf vorne. Und wenn du dich traust, kannst du ein bisschen voller ausholen. Das war schwer. Ich merke wieder, diese Matte muss ganz nah am Netz sein, sonst fliegt er darüber. Dann habe ich Probleme mit Nachbarn. So, das sind Übungen für den Winter. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Und ja, vielleicht sehen wir uns jetzt in den nächsten Monaten auf einer Golfreise. Da würde ich mich super freuen. Oder vielleicht nächstes Jahr im Golfclub Lüttelsburg auf der Driving Range. Egal. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Alles Gute. Tschüss.